guckt über den Rhein, man sieht, dass man nichts sieht. 3 hours later. In dieser Serie fliegen meine Freundin und ich uns mit einem historischen Flugzeug 2.500 Kilometer bis ans Mittelmeer und über die Alpen zurück nach Deutschland. Als frisch gebackener Pilot eine Reise, die wir nie vergessen werden. Das ist meine Freundin Feechen. Ich bin Daniel. Und heute geht es in dem ersten Reiseleck darum, wie wir uns am Mainz finden, nach Chambéry in die französischen Alpen fliegen. 2,5 Tage vor Reisebeginn stand immer noch gar nicht fest, wo wir hinfliegen, weil ein Tiefdruckgebiet namens Daniel, ironischerweise, uns einen Strich durch die Flugplanung gemacht hat. Und auch auf der Fahrt von Düsseldorf nach Mainz sah das Ganze noch nicht so optimistisch aus. Wir sind wirklich im tiefsten Nebel gefahren. Es hat sich glücklicherweise eine Schneise geöffnet, die wir genau benötigt haben, um über die Schweiz danach in die französischen Alpen zu fliegen. Und der Plan war, mit dem Flugzeug von Mainz nach Freiburg zu fliegen, dort zu tanken und dann von Freiburg rüber in die französischen Alpen. Und in Freiburg haben wir dann Pilot Frank getroffen. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis, insofern, dass während meiner Ausbildungszeit ich immer die Pilotenvideos von Pilot Frank geschaut habe, die mich sehr scharf aufs Fliegen gemacht haben. Und dann auf unserer allerersten Reise Pilot Frank zu treffen und von ihm noch zu hören, dass er zum selben Zielflugplatz fliegt wie wir, war schon irgendwie ein cooles Erlebnis. War ein kleiner Fan-Moment für dich, ne? Aber schaut am besten für euch selbst. Ich glaube, das meistgehörte Wort seit den letzten Tagen ist Wetter. Ja, ne? Check mal eben das Wetter. Ich guck doch mal eben Wetter. Das ist eine Überfahrt über den Rhein. Man sieht, dass man nichts sieht, weil es echt nebelig ist. Wie aufgeregt bist du denn? Noch gar nicht so sehr. Ich glaube, das kommt erst, wenn wir angekommen sind. Kannst du denn überhaupt schon glauben, dass wir heute im Zweifel in Frankreich landen werden? Deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht aufgeregt. Das ist noch nicht so richtig bei mir angekommen. Für mich machen wir gerade so eine kleine Ausfahrt. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Guten Flug. Ja, ja. guten Sichtflug. Moana ist jetzt bereit, um beladen zu werden. Feechen sitzt noch hinten im Auto. Hallo, gnädige Frau, wie geht es Ihnen? Wir sind bereit zum Beladen Ihres Flugzeugs. Also, Auto ist soweit leer. Feechen ist nervös und Flugzeug ist vollgepackt. Gleich werden noch letzte Checks durchgeführt, betankt und ich zeig euch mal, wie das Cockpit aussieht. Es ist nämlich extrem voll und ja, wir haben unsere 10 Kilo pro Skateboard schweren Dinger mitgenommen. Aber ja, so wird's sein. Soll ich dir kurz helfen? Mainz Info, Delta Echo, Delta Golf Whiskey, am Rollhalt Piste 25, rollt jetzt auf die Piste und startet. Wir fliegen jetzt gleich südlich von so einem Fluss entlang. Fliegen wir direkt über die Stadt, über die Helikopterplätze vom Universitätsklinikum. Dann
ganz cool. Geschwindigkeit ist auf 120. Wir werden ein bisschen erhöhen. Ganz gut. Ja. Alles gut. Wobei das manchmal ein bisschen grob, wenn ihr. Ja, wenn ihr unter einer gewissen Geschwindigkeit kommt, geht mechanisch wie in die Dinger raus und deswegen hat das so gerupst gerade. Boosterpump ist an, Lichter sind an, Gemisch ist reich, Vergasevorwärmung können wir ab der Schwelle jetzt sehen. Eine Stufe klappen haben wir gleich, aber erst in kurzem Entscheidung aus. Wir sind gelandet in Freiburg. Fähigchen ist schon im Restaurant. Pipi machen. Wir haben jetzt noch Pilot Frank getroffen. Den kennt ihr bestimmt von YouTube. Witzigerweise fliegt Frank jetzt genau zum gleichen Flugplatz nach Frankreich wie wir auch. And we could be together, baby. But I gotta leave soon. Die Delta Golf Whiskey, Roll halt bis 3-4, heute auf Piste 3-4 am Start nach eigener Bahn. When I met you in the summer. Oh, so, with your fine ass Merlot in that wine glass. She dope as hell from Jersey, baby. White girl with the curves are crazy. Also Information, Delta Echo, Delta Golf Whiskey, guten Tag. Echo, Delta Golf Whiskey, Basel Info, hello, what's your message? Delta Echo, Delta Golf Whiskey, with the Carter Morano Rally, two people aboard. We have a VFR flight plan from Echo, Delta Tango Foxtrot to Lima Foxtrot, Lima Echo. We're 10 minutes north of the border to Switzerland and 4,600 feet, climbing 5,000 feet. Request to enter your airspace via Rheinfeld, then direction Lausanne. Delta Golf Whiskey, Basel Info, Skork 3450, QNH 1019. Skork 3450, QNH 1019, Delta Golf Whiskey. Delta Golf Whiskey, your radar identified. Confirm the type of aircraft, please. It's Sukata, Morane, Rally, Delta Golf Whiskey. Delta Golf Whiskey, for the transit via... Crossing border at Rheinfeld, then Lausanne is approved. Delta Golf Whiskey, 5,000 feet. Thank you. Ich finde das immer so faszinierend. Ich habe jetzt wirklich wochenlang Stunden in einer Videoschublade reingesteckt. Und das ist alles, wirkt so abstrakt und so theoretisch. Man rechnet alles aus, überlegt sich alles. Und dann kommt der Tag und die Dinge passieren und das funktioniert dann einfach. Das ist echt sehr schön zu sehen. Ja, hier unten, dieser Fluss, da der Rhein, hält die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz da. Soll heißen, wenn wir den überflogen haben, haben wir zusammen das erste Mal alleine in einem Flugzeug eine Grenze überschritten. Ja, egal. Eine legale Grenze. Ja, nicht, dass wir jemals illegal eine Grenze überquert haben. So, Steuerkurs 176, nehmen wir jetzt ein, fliegen jetzt da, rechts in die Richtung. Ja, es ist immer wieder ein Privileg, die Welt aus dieser Perspektive zu sehen. Ja, unfassbar. Ja, unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Wie hast du denn die Flugreise empfunden? Das war absolut traumhaft, also keinerlei Angst, es war ein super ruhiger Flug und insbesondere der Teil über den Schweizer Seen, da bin ich ja dann zum ersten Mal auch ein Stückchen selbst geflogen.
Also das war unbeschreiblich. Und das war's dann tatsächlich auch schon für heute. Wie es dann mit diesem Flug weitergeht, über die Schweizer Seen bis in die Alpen, das seht ihr dann im Teil 2 von 2. Vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren, das hilft dem Kanal wirklich sehr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es für euch war, das erste Mal mit dem Flugzeug eine internationale Grenze zu überfliegen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich die Flugreise empfunden habe. Fand ich super. Ja? Ja. Schreibt uns gerne mal in den Kommentaren, wie... Hör auf! Mann, es geht nicht mehr, es geht mir los. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Echt? Ja, es geht ja dann Teil 2 weiter. When I met you in the summer and I came to your town, we fell in love.